Hallo, liebe Mom-to-be. Nimm dir einen Moment Zeit, dich auf deiner Matte einzugrooven, dich gemütlich hinzusetzen und einige Male tief im Beckenboden bis unter die Schlüsselbeine durchzuatmen und Raum zu schaffen. Wenn du soweit bist, mit jeder Einatmung öffne die Arme weit, hebe deinen Brustraum, mit jeder Ausatmung runde dich, überkreuze die Arme vor deinem Körper. Und schaffe Raum zwischen den Schulterblättern. Es geht weniger um die Bewegung, sondern darum, wie sie deinen Atem unterstützt und noch mehr Raum für deine Lungenflügel schafft. Es geht darum, auf der Matte anzukommen und dich wohlzufühlen in deinem Körper. Verkreuze dann die Arme. Übereinander greif deine Schultern und zieh mit den Händen die Schultern tief, während du die Ellenbögen anhebst. Atme tief weiter, strecke den Nacken lang nach hinten und oben. Und wenn du möchtest, kannst du die Handflächen zueinander finden lassen. So, dass du eine angenehme Dehnung zwischen deinen Schulterblättern spürst. Und Hals und Nacken lang bleiben dürfen, sodass dein Atem tief weiter in alle Atemräume fließen darf. Mit deiner Ausatmung löse die Haltung auf. Lass die Handflächen zu deinen Kniescheiben finden. Und runde dich noch einmal. Wenn du möchtest, kannst du für die zweite Zeit deine Zehen aufstellen. Das Gewicht so weit nach vorne verlagern, wie du es brauchst, sodass du den Dehnreiz gut nehmen kannst. Es geht jetzt wirklich darum, Ruhe zu finden, Kontakt zu deinem Atem, deinen Körper zu spüren. Loszulassen. Greife dann mit der anderen Hand oben wieder deine Schultern, so weit hinten wie möglich und zieh die Schulterblätter tief. Während du die Ellenbögen anhebst, wirst eine sanfte Dehnung zwischen den Schulterblättern spüren. Wenn du die Übung für dich kennst, komm auch gerne in den Adler, in dem die Handflächen zueinander finden. Wichtig ist, in der Sanftheit mit dir zu bleiben. So dass dein Atem im Vordergrund steht. Die Bewegungen den Rahmen dafür schaffen. Und du wirst den Unterschied ziemlich sicher spüren. Im Ausgleich löse gern nochmal auf, indem du die Ellenbögen weit nach hinten schiebst. Und positioniere die Hände dann im Vierfüßlerstand auf der Matte und lockere die Sprunggelenke aus. Einige Male mit der Ausatmung werde rund, schieb die Schulterblätter hoch, zieh das Schambein hoch, streck die Körperrückseite auf und komm mit der Einatmung in eine sanfte Gegenbewegung. Der nächsten Ausatmung finde in den herabschauenden Hund. Lass deinen Atem tief fließen und wann immer dir danach ist, gähne, seufze, atme durch den Mund aus.
Das alles lässt Anspannung los, die sie vielleicht im Laufe der letzten Stunde und Tage aufgebaut hat. Der Grund, warum der Atem im Hauptfokus steht, ist, weil genau das die Einladung ist, hier loszulassen. Setz dann die Knie wieder ab. Verlängere den Abstand zwischen Handflächen und Knien und wenn du möchtest, komm einen Moment in die Kraft, indem du einige Male die Ellenbögen eng nach hinten beugst. Komm so tief, wie du merkst, dass du kontrolliert auch wieder hochkommen kannst. Vielleicht berührt der Bauch die Matte, vielleicht auch gar nicht. Und wenn du merkst, jetzt wird es stark, beende die Liegestütze. Und komm zurück in den Vierfüßlerstand. Find die Bewegung, die dir gut tut, als Ausgleich. Und setze dich dann in den Langsitz. Schütze die Hände hinter dir auf, ganz egal, ob die Fingerspitzen zu dir schauen oder von dir weg, das, was dir jetzt angenehmer ist. Stell die Füße weit von dir auf, sodass der Bauch Platz hat. Und merke, wie es sich anfühlt, wenn du jetzt abwechselnd der Einatmung die Arme streckst, den Herzraum hebst. Und mit der Ausatmung den Brustkorb in die Schultern sinken lässt, die Ellenbögen beugst, sodass die Schulterblätter zueinander kommen. Es mobilisiert die Schultern, lockert Brustkorb. Und es geht da gar nicht darum, irgendeiner Form zu folgen, ganz gleich, ob du eine Yoga-Praxis hast und kennst oder zum ersten Mal auf der Matte bist. Es geht wirklich darum, zu finden, was da gut tut. Du möchtest, kannst dir ja das Becken heben, eine Linie zwischen Knie, Becken und Schultern finden, der Blick kann nach oben gehen oder Richtung Knie, je nachdem, was für deinen Nacken angenehmer ist. Setz das Becken entspannt wieder auf. Bring die Fußsohlen zueinander, lass die Knie auseinandergleiten und lass deinen Oberkörper zwischen deinen Beinen sinken. Wenn du möchtest, streck die Arme nach vorne. Lass deinen Atem jetzt vor allem der Körperrückseite entlang sie ausbreiten. Oh, hol die dann ganz entspannt wieder hoch. Vielleicht möchtest du den Nacken auflockern, den Kopf entspannt kreisen. Hier erlaubt er weniger einer mechanischen Abfolge zu folgen, sondern eher dem fließenden Atem. Schau, ob es ein Ausgleich noch irgendwas braucht für dich, bevor du wieder in eine angenehme, aufrechte Sitzposition kommst. Um einen tiefen Atem zu finden, der dir vom Beckenboden in den Unterbauch, Oberbauch, Brustkorb bis unter die Schlüsselbeine füllt. Bleib dabei so lang, wie es dir jetzt gut tut.